Michel. Du kennst mich. Alles gut? Ja. Bitte wachen. Ja? Ganz ruhig. Brigadmann. Mach's nicht. Tu's nicht, Miriam, bitte. Bitte tu's nicht. Nein, tu's nicht. Bitte. Bitte tu's nicht. Sag mal, spinnst du? Wir wissen doch beide, dass bei uns die Luft draußen ist. Oder? Wir können uns doch nicht mal mehr wirklich ausstehen. Und daran sind wir beide schuld. Glaubst du, ich hab gewollt, dass es so kommt? Es war wieder klar, dass du das zu deiner Show machst. Fast hättest du es geschafft. Dass ich ein bisschen Mitleid mit dir habe. Weißt du, was dein Problem ist? Dir ist einfach chronisch langweilig. Was? Du hast nie was selber machen müssen. Du hast das nie nur ein bisschen schwer gehabt im Leben. Deine Eltern haben sie komplett für dich aufgegeben. Und schau, wo ihr da jetzt seid. Felix, hör auf. Niemand hat dich gefragt, ja? Du bist echt so ein Arschloch. Wie kommst du eigentlich dazu, so über mich zu urteilen? Ha? Schau dich doch mal selber an. Du hast so viele Interessen und verfolgst keine einzige davon. Stattdessen sitzt du seit 4 Jahren im selben Büro und machst einen Job, der überhaupt nicht zu dir passt. Nur damit du ein finanziell angenehmes Leben führen kannst. Und zu Hause, da wartet eine ausgebrannte Beziehung auf dich. Du bist eigentlich genau so einer geworden, der du nie sein wolltest. Frau Kaminski, Ihr Vater hat ein Testament hinterlassen. Was ist, Philipp? Ich bin Autor. Ich sollte das Manuskript bekommen. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man sowas vermarktet. Und deswegen hattest du auch schon so viele Veröffentlichungen, nicht wahr? Ihr Vater schreibt, derjenige, der sich am besten um seine Familie kümmert, soll mein letztes Manuskript erhalten. Es gilt meinen Kindern, dies unter sich selbst auszumachen. Es soll also nur einer das Buch bekommen? Ja. Das macht doch gar keinen Sinn. Nein, warum sollte Papa sowas machen? Er weiß genau, dass wir alle eine Erinnerung über ihn haben. Mein Vater hat noch daran gedacht, ich zitiere weiter, alle übrigen Wertgegenstände, die ich hinterlasse, sollen zwischen den anderen 3 verbleibenden Kindern zu gleichen Teilen aufgeteilt werden. Aber kein Wertgegenstand kann so viel wert sein, dass er das letzte Buch unseres Vaters ersetzt. Der materielle Wert ist vollkommen uninteressant. Ja, das glaube ich Ihnen sofort. Dieses Manuskript ist was Persönliches. Ja, es tut mir leid, aber so lautet es im Testament. Und er schreibt, wir sollen das unter uns ausmachen. Ja. Ja. Also, was tun wir jetzt? Was?
Was willst du? Miriam, Miriam, Miriam. Interessante Arbeitsmethoden hast du da. Das geht dich gar nichts an. Du riechst nach Sex. Und du kriegst heute deine Tage. Blöd, kann ich keinen Sex haben. Ich habe dich mehrmals angerufen. Hab dir SMS geschrieben und du hast nicht geantwortet. Und jetzt ziehe ich dich mit dem Kreuzer. Ermittelst du nicht gegen den? Du bist dehydriert. Es liegt aber nicht am Kaffee. Du hast geweint. Wie geht's deinem Vater? Wie kommst du da drauf? Mein Vater spricht nicht und ich will antworten. Dafür stellst du nicht die richtigen Fragen. Konzentrier dich. Denk nach. Es hat mehr zu tun als mit dem Gebäude. Ich glaube, dass es mit dem Medikament zusammenhängt. Stimmt's? Ich helfe dir auf die Sprünge. Hör zu, ich will Viktor Kanzler stürzen. Und wenn du klug bist, dann willst du das auch. Und deine Kollegin, Frau Wagner? Weiß sie davon Bescheid? Ich will sie nicht in Gefahr bringen. Meine Recherche ist noch nicht vollständig. Ich kann sie noch nicht veröffentlichen. Wie meinst du das? Das Medikament ist... Miriam, wie fühlt es sich an? Hallo? Ich habe ihn gefunden, Janet. Wir fahren heute noch nach Schladming. What? Ich hole dich ab, okay? In 2 Stunden. Thank you. Yes, see you soon. Casey? Casey, wir fahren heute noch nach Österreich. Wir holen Daddy nach Hause. Miriam, du, euer Termin wartet schon länger, gell? Ja, bitte gib uns noch eine Minute, okay? Wenn es dir nicht gut geht, warum bleibst du nicht daheim? Wir kommen gleich nachher. Elmar, können wir bitte mit dir noch mal alles zu Lorenz Hofsteiner durchgehen? Die Miriam war so freundlich und hat uns die nötigen Unterlagen gegeben, weil der Lorenz mit dem Kanzler zusammenarbeitet.
Wieso fragst du mich nicht, wenn du meine Unterlagen weitergibst? Das ist schon das dritte Mal die Woche jetzt. Ich war wieder länger wach. Wie oft noch? Schau, ich bin einfach ein bisschen überreizt heute. Und ich brauch das manchmal. Darf ich? Lass uns weiterarbeiten. Der Michi holt mich in 3 Stunden ab. Was interessiert mich der Michi? Wir hatten eine Abmachung, Michael und ich. Zuerst wollte ich die Situation ausnutzen. Doch dann hat er begonnen, mir zu erzählen, was alles falsch läuft. Wir haben uns immer wieder getroffen und Tests durchgeführt. Ich spüre ihn selbst jetzt, wenn ich schreibe. Auf jede erdenkliche Weise. Selbst jetzt, wenn ich schreibe. Ich spüre ihn selbst jetzt, wenn ich schreibe. Er wollte gegen die Mitarbeiter im Büro vorgehen. Meinte, man könnte niemanden trauen. Er hat sich mit dieser Elbers zusammengetan. Kleinlich. Dieser Neuen. Wie eingebildet. Meinte, er wollte sie als erstes rannehmen. Rannehmen. Ich konnte damit nicht umgehen. Ohne Michis Wissen. Deshalb habe ich den Ondrej getroffen. Ohne Michis Wissen. Ohne Michis Wissen. Ohne Michis Wissen. Ich glaube, hier liegt der Fehler. Hier liegt der Fehler. Hier liegt der Fehler. Hier liegt der Fehler. Aber nicht Ondrej. Der hat gewirkt wie jemand mit Gewissen. Ich werde verfolgt. Dieser jemand weiß Bescheid.